Gehen Sie wählen und wenn ja, warum? Also erstmal gehe ich wählen, weil ich finde, das ist das einzige demokratische Recht, was jeder wahrnehmen sollte. Ja, ich gehe auf jeden Fall wählen, weil es wichtig ist und wir haben das Recht dazu und das sollten wir auch nutzen. Ich gehe auf jeden Fall wählen, weil ich das total wichtig finde. Nicht wählen ist auf absolut keine Option. Ich gehe auf jeden Fall wählen. Natürlich, das ist Bürgerpflicht. Ja, ich gehe wählen, weil wir die Möglichkeit haben in Deutschland. Wir sind ein demokratisches Land, so ein Land gibt es nicht normal wie bei uns und da muss man einfach wählen, da kann man nicht sagen, ich gehe nicht wählen, ne? Das wäre nicht richtig. Welche Erwartungen und Gefühle haben Sie gegenüber der Bundestagswahl dieses Jahr? Gemischte, also ich bin gespannt. Ich hoffe natürlich, dass die AfD zum Beispiel nicht viele Stimmen bekommt, weil ich mich mit denen überhaupt nicht verbinde und ich finde auch nicht, dass so eine Partei dieses Land regieren sollte und hoffe dementsprechend, dass andere Parteien, ich denke, da gibt es in Deutschland viele, die man wählen könnte, dass die Oberhand gewinnen. Leider keine besonders guten, weil die Parteien doch einfach viele wichtige Themen nicht berücksichtigen und dafür, ich sag mal, mit Sachen wie Pkw-Maut oder Ähnlichem die wichtigen Probleme zudecken. Also wofür ich die Daumen drücke, dass die AfD nicht viele Stimmen bekommt, denn die bringen immer nur, ja, wie sagt man, so ein bisschen Hass in die Gesellschaft rein und das mag ich gar nicht haben. Ich hoffe, ganz viele kluge Entscheidungen und dass gefühlt alle Leute wählen gehen. Was würden Sie jemandem sagen, der jetzt nicht wählen gehen will? Würde ich fragen, warum nicht? Dass er sich sehr gut überlegen sollte, ob er wirklich das demokratische System auf Dauer abschaffen möchte. Ja, es hat jeder seinen Grund, nicht wählen zu gehen. Also es ist ja nicht, ist ja kein Zwang. Wir haben ja keine Pflichtwahl. Ne? Es ist eine freiwillige Wahl. Ne?